Soddle, Hallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge City Skylines Industries. Freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir haben wie immer viel zu tun. Heck, wie viele LKWs fahren da rum? Und zwar müssen wir auf unserer Touri-Insel ein bisschen weiterbauen. Ich habe eine kleine Überraschung für euch. Da müsst ihr jetzt wieder in die Kommentare schreiben, sollen wir das machen, ja oder nein. Ihr werdet es gleich sehen. Erstmal vielen lieben Dank für die ganzen Kommentare wieder. Wie immer natürlich, ihr seid einfach die Besten. Hammer, was ihr da mal schreibt und für Ideen habt und so weiter. So, wir sind hier bei unserem schicken Luxushotel, was wir letzte Folge gebaut haben. Nicht Wasser, was? Haben wir dem echt kein Wasser gegeben? Siehst du, Fehler Nummer 1, typisch Edewiner. So, sehr schön. Das erste, was wir heute machen werden, wir werden hier rüber einen Tunnel bauen. Da haben sich die meisten für ausgesprochen und außerdem wurde auch gesagt, die Fähren fahren da sonst nicht lang hier, die Kreuzfahrtschiffe oder was weiß ich. Kann es mir zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Also bauen wir einen Tunnel, wurde hier eh am meisten gewünscht. Und jetzt müsst ihr in die Kommentare schreiben, guckt mal, ich habe hier einen so einen Ocean Hates runtergeladen. Eins wohlgemerkt, es gibt eine ganze Serie davon. Das ist natürlich ein Mega-Klopper. Das ist ein absoluter Mega-Klopper, guckt euch das mal an. Das sticht hier sowas von raus, ja. Im Gegensatz zu den kleinen Stäbchen hier, selbst hiergegen. Ne? Ist das übertrieben oder sollen wir uns da von der Serie 4, 5, 6 runterladen, mit denen wir hier so praktisch einen Kern bauen? Von den großen, fetten, schicken Hotels. Bin schon ein bisschen am Rumprobieren, dann könnten wir hier noch so das Ganze hier noch ein bisschen praktisch mit einem Vordach machen, wo wir dann so eine Einfahrt machen für die Autos und so weiter. Ich will es euch jetzt einfach mal zeigen. Ihr könnt entscheiden, in die Kommentare schreiben, sollen wir das Ding hier hinbauen oder nee, vollkommen übertrieben, passt überhaupt nicht. Ja? Schreibt es einfach in die Kommentare, ich bin gespannt. So, was haben wir hier? Nicht genügend Kunden. Ah, dass ich nicht lache. Wir könnten vielleicht auch noch eine Monorail hier hin machen. Eine Monorail wäre vielleicht auch ganz interessant. Dann bist du schnell hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier den Tunnel ansetzen. Wo setzen wir hier den Tunnel an? Das ist die große Frage. Könnten wir eigentlich hier machen. So raus noch. Nehmen jetzt einfach mal, genau, wieder sechsspurig, nur ohne Bäume oder sonst was. Das soll ja nur in die Erde. Der Ort ist bereits belegt. Erzähl keinen Quark. 12 darfst aber, ne, genau. 10 Meter tief, geht das? Oder noch tief? So, dann wäre er ganz flach. Dann wäre er ganz flach. 12 geht, okay. Bam. Ah, das geht. Okay, dann machen wir 180. So, so. Das geht auch. Was hier unten los ist, das interessiert uns jetzt nicht. Schön Tunnel unter der Bucht her. Sehr schön. Mal hoch hier. Jawohl. So, da drehen die alle. Mal gerade. Jetzt können wir den hier so da dran machen. Upp. Und schon haben wir dann hier einen Tunnel, wo die dann auch weiterfahren können. Die LKWs und sonst was. Drehen jetzt natürlich noch alle, weil sie noch nicht gecheckt haben. Alter, was ist hier los? Vor allem haben wir überall Müllprobleme. Ich glaube, langsam wird das doch ein bisschen viel. Wir bräuchten vielleicht einen zweiten irgendwie. Zieh mit der Industrie aus. Ganz alter Falter, guck dir das an hier. Guck dir das an. Okay. Warte mal gerade. Wir machen Folgendes. Wo ist die kleine Einbahnstraße? Kann ich die hier so hinbauen? Nee, da. Ist zwar Cobblestone Road, aber das ist mir gerade egal. Mal hier dran. So. Jetzt müssen wir nur gerade sagen. So, von hier aus darfst du nur hier auf die zweite. Dahin. Weil wir sagen hierhin. Ja. Die hier dürfen sowieso nur alle geradeaus. Wer geradeaus möchte, kann geradeaus. Wahrscheinlich mache ich jetzt wieder nur Murks. Ich will halt, dass die hier so fahren können. Der hier darf jetzt nur hier lang. So. Dann gehst du hier hin. Dürfen natürlich nur dahin. Der darf nur dahin. So, und die dürfen nur hier hin. Da müssen wir noch die Ampel wegmachen. Logo. Weg mit dem Ding. So, jetzt müssen die nämlich erstmal alle fahren. Hier können sie jetzt von mir aus auf die Autobahn fahren, wie sie wollen. Warum steht der da? Der doof. Der ist doof. So, fahrt mal weiter. Jetzt wollen die hier natürlich wieder alle darüber, ne? Das ist das Problem. Die wollen hier alle immer dann darüber. Das wirst du nicht wegkriegen, wenn du jetzt nicht jede hier durchgehst und jeden Knoten, jeden Node hier, ja,
der Reihe nach denen sagst, wo sie fahren sollen. Das ist halt das Problem. Ich habe schon diese verbesserte KI angestellt, aber trotzdem machen die immer so einen Murks hier, weil alle da lang wollen. So, naja. Jetzt wollen die hier nämlich alle da rechts rüber, weil sie alle hier lang wollen. Das ist total Banane, aber was soll ich machen? Was soll ich machen? Please help me. So, hier fliegen die, könnten die natürlich auch noch hier einen Frachtbahnhof hinbauen, das könnte auch gehen. Machen wir jetzt einfach. Komm, die kriegen jetzt einen Frachtbahnhof, egal. Chaos ist hier sowieso, das sind wir bei Ede gewohnt. Güterzugbahnhof hier. Bam, bitteschön. Auf das ihr... Ohohoho. Da freut sich aber wer, wa? Da freut sich aber wer. Guck's dir an. Ding, 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 ding. Hier die ganze Zeit. Uhu. Wahnsinn. Gut, jetzt können wir hier noch ein bisschen reinmachen. Industry. Nämlich immer denen ihr Problem. Die wollen halt immer exportieren und was weiß ich machen, ne? So, und so. Sehr gut. Das muss ja nicht schön sein. Hier sind nur die Stinkindustrien. So. Das ist eigentlich schon wieder zu groß, das müssen. Aber wir lassen es jetzt mal. Guck mal, wie die wachsen hier. Nur durch den blöden Bahnhof. So, was ist hier wieder los? Na, 1, 2, 3, 4 und hier haben wir nur 3. Das ist halt, ne? Hier vielleicht. Oh, weiß nicht, warum die alle auf den da wollen und dann fahren sie darüber. Gucken wir mal, ob wir das hier auch ein bisschen optimieren können. Oh. Da. Ach, das sind auch 2 hier. Die müssen ja beide dahin. Machen wir den hier. Die dürfen halt nur hier hin. So. Der muss dann dahin. Der muss auch dahin. Der dahin. Du müsstest jetzt eigentlich wieder vierspurig machen, ne? Weil hier hast du jetzt das. Alter. Wo stehen die bitte alle hier? Die wollen alle hier runter jetzt zum Bahnhof, ne? Kann das sein? Ich sag ja, ich krieg's noch hin, dass hier alles blockiert wird. Kein Problem. Krieg ich easy hin. Da ist der Zug. Viel zu lang, aber egal. Sieht geil aus. Ja. Yeah. Das ist das Wichtigste. Vollkommen egal, dass er zu lang ist. Hauptsache, er sieht geil aus. So. Hier haben wir... Ach, haben wir hier überhaupt eine Müllverbrennung? Nicht so aus bei dem ganzen Müll. Nehmen wir mal... Ja, sowas. Klopper, ey. Ist das ein Klopper? Hau mal rein. Das passt auch noch ganz genau, ne? Das passt auch noch ganz genau. Oh, okay. Sieht doch gar nicht mal verkehrt aus hier. Recycling. Passt wunderbar hier rein, oder? Recycling für alle, jawohl. Es ist nicht gut, wenn die sich hier auf die Autobahn raufstauen. Das ist nicht gut. Wir wollen jetzt, glaube ich, wirklich alle da zum Bahnhof. Hm. Guck dir das an hier. Müllwagen-Polonaise. Ich sag ja, das ist nicht gut. So, wir könnten hier vielleicht nochmal eine Abzweigung machen. Einfach. Kann ich mit die Tunnel bauen? Was soll man die hier machen? Muss es die hier machen? Oder am besten hier unten irgendwo? So, kann ich mit dem Tunnel bauen? Oder sag jetzt wieder, das geht nicht. Geht nicht, toll. Okay. Oh. Bitte nur in eine Richtung, weil hier ist eh nichts. Nehmen wir mal den hier. Machen wir aus denen hier so. Ah, 14 ist ein bisschen. Hier machen wir mal 10. Bap. Einfach hier drunter her. So, so, und dann hier raus. Bitteschön. Mal gucken, ob den wir benutzt. We will see. Das hier hat sich ein bisschen aufgelöst. Ach, da ist doch nichts. Hier müsste sich das auflösen. Ich. Aber okay. Das ist auch viel zu... Ich weiß was jetzt mal. Auf, eigentlich mache ich das nicht, aber wir löschen den Verkehr mal. So, das war wieder fresh and funky anfangen. Und mal gucken, ob sich das auflöst oder nicht. Eigentlich wollten wir hinten auf der Touri-Insel weiterbauen, ne? Jetzt hängen wir hier im Industriegebiet. Aber so kann es kommen. Erstens anders und zweitens, als man denkt. So, dann können wir direkt gucken, ob den wir benutzt. Und die alle nur hinten zum Bahnhof wollen. Ja, zum Beispiel schon praktisch. Hm. Eigentlich noch eine zweite Abfahrt haben. Aber hier runter will eh kaum einer. Oh. Wahrscheinlich benutzt den eh keine Sau. Weiß ja nicht, wo die hinwollen. So, sag mal, wo will der hin?
Importiert Erzprodukt nach umweltfreundlicher Firma. Da hinten. Okay. Alles klar. Mach weg. Und jetzt stehen die alle hier, weißt du, weil die alle abbiegen wollen, so wie es aussieht. Aber keine Ahnung warum. Aber. Sag mal, sind die doof? Willst du mich verarschen? Was machen die da bitte? Das kommt dabei raus, wenn man nur die Hälfte macht, ne? Er darf hier nur geradeaus. Oh, du Putzi. Lass mal gerade gucken, was sie hier für eine Kacke machen. Unglaublich, ey. Unglaublich. Wir dürfen nur geradeaus. Das ist okay. Mach jetzt nicht die ganze Kreuzung so. Es ist ja wieder unglaublich, wie gesagt. Oh, das ist das nämlich. Guck, die wollen jetzt alle hier rüber. Ich will alle hier rüber. Ich muss hier rüber. Das ist das Problem. Oh. Wenn man denen immer nur auf der rechten Spur hier Sachen zum Abbiegen gibt, sollten auch welche auf der linken haben. Kommt da irgendwer raus? Nö. Nö. Wird ja gut genutzt, das Ding, muss ich sagen. Aber egal. Hier sind schon wieder die Standardzüge drin, ne? Wir haben die ausgestellt, trotzdem kommen sie. Also das hier muss definitiv anders gemacht werden. Echt blöd. Echt blöd. Vielleicht, wenn wir hier noch was hinmachen, dass sie hier noch eine Alternative haben. Aber bitte nicht bei minus 10 Meter, sondern bei 0 Meter. Ich krieg das noch hin, dass ich alles verschlimm besser. So, dann umdrehen. Ding, ding. Bitteschön. Guck, jetzt fahren sie nämlich auch da raus. Jo, da müssen die nämlich nicht alle hier drehen und da unten rausfahren. Können die sich hier wieder verteilen. Wollt ihr jetzt hin? Seid ihr doof? Leute, ihr dürft hier auch rausfahren. Ihr blockiert jetzt wieder alles. Mann, Mann, Mann. Aber guck, jetzt stauen sie sich hier, weil sie immer warten müssen. Nee, nee, nee. Lass mal gucken, ob wir hier Vorfahrt regeln können. Fahrzeugbeschränkungen, Verkehrsbeschränkungen, hier war's. So, wenn ich jetzt hier gucke. Die haben Vorfahrt, die warten. Bitteschön, Vorfahrt achten, die anderen haben Vorfahrt. So. Also, die haben Vorfahrt, erwartet trotzdem. Was wollen das? Was machen die hier alle? Warum drehen die alle jetzt auf einmal hier? Also, ja, hat sich aber auf jeden Fall gelohnt, muss ich sagen. Muss ich mal sagen. Feine Mode, okay. Das Neue. Weißt du was? Komm, wir gehen einfach. Passt so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das hier wird auf jeden Fall gut genutzt, wie man sieht. Lass mal gucken. So, wie sieht's aus? Fahrende Autos. Boah, jede Menge sogar. Jede Menge. Gefällt mir. Der Weg ist halt kürzer, als wenn du einmal da hinten rum und dann hier lang fährst, ne? Hier kommt schon kaum noch mehr ein LKW. Kommen jetzt alle da hinten rüber. Finde ich sehr gut. So, wie können wir jetzt hier noch ein bisschen Gewerbe hinpacken? Sollen wir noch ein paar Büros dazwischen kleistern? Hier und da? Weiß nicht. Weil bei den Büros kommen eigentlich die ganz hohen. Aber gut, guck mal. Hier. Wir machen jetzt hier mal voll. Wir haben hier eh eine Kreuzung. Das heißt, wir werden hier jetzt noch. So, Alter, keine Brücke. Keine Brücke. Höhe 2 Meter? Nein, so. So Banane, echt. Was der da macht. Keine Ahnung warum. So, jetzt können wir das hier so lang machen. Und dann machen wir hier noch so eine kleine rein. Sieht total bescheuert aus, aber. Egal. Egal, egal, egal. Ich sag ja, ich werde hier nicht so aufs Schönbrunnen achten. Ja. Hier recht Wumpe. Zwischendurch mache ich das mal so ein bisschen, so wie letzte Folge mit dem Blumen da. Aber das kommt erst wieder, wenn es ein neues DLC gibt. Ich denke mal, was haben wir jetzt? März? Mai? Juni? Irgendwie so. Vielleicht kommt da eins. Mal gucken. Es ist ja immer so 6 Monate Intervall, die irgendwie neue DLCs kommen. Aber gut. Erstmal muss man natürlich eine Idee haben. Dann muss man das ganze Konzept entwickeln und so. Das ist ja nicht mal gerade eben so, ich mache ein DLC. 3 Wochen, ne? Da steckt ja schon sehr viel mehr Arbeit hinter. Können wir das hier noch anbinden? Oh, das geht. Das sieht in Ordnung aus. Dann können die da langlaufen. Hier lassen wir mal frei. Okay, haben wir hier Wasser? Ja, haben wir. Da müssen wir aber wieder gucken. Da brauchen wir bald auch Neues.
Sehr gut. Also Wasser haben wir. Jetzt brauchen wir was zum Verschönern. Wie wäre es mit einer Hüpfburg? Haben wir noch gar nicht gebaut heute. Das geht ja mal gar nicht. Ein paar Hotels. Hier machen wir die auch rein. Ah, dort. Hier überall. Da ab. Baut der hier? Fuck. Können wir das hier auch noch bauen? So dran. Upp. Mal gucken, was da wieder rauskommt. Hier ist ja das ganze Spaßzeug. Hier ist unsere Hotels. Wir können aber nach einem Wahrzeichen gucken. Wir können ja... Wo war das blöde Hotel hier? Hier müssen wir gucken. Nicht Hotel, sondern das hier. Das Rieseneinkaufszentrum. Das können wir auch wunderbar hier hinsetzen. So an die Ecke. Vielleicht. Ja, ist gerne andersrum. Warum gefällt mir das nicht? Weil wir setzen es hier zu. Aber das ist dann schon wieder zu sehr voll, finde ich. Hm. Oder? Einkaufszentrum hier rein? Nee, das ist für Spaß. Wenn, dann müssen die Touris hier einkaufen. Die müssen hier einkaufen. Dann setzen wir es hier so auf die Kreuzung. Bam. Sollte alle freuen, aber ich sag ja, so rum gefällt mir das nicht. Ich will das andersrum. Deswegen, gib mal her. Klicki, klicki, einmal rumdrehen. So geht das. So rum, nee, so rum. Ach, guck mal, so wäre das doch noch besser. Haha, perfekt. Setzen das so auf die Ecke. Das sieht doch viel schöner aus, als wenn wir das normal bauen, oder? Definitiv. Können wir einfach hingehen. Concrete, guck mal, habe ich sogar schon drin. Welch Wunder, aber nicht den, sondern den hier. Gerade hier Anarchie anmachen, ne? Anarchie ist on, yep. Ort ist bereits belegt, warum darf ich... auch anmachen, dass ich den hier drauf bauen darf. Hallo, Concrete. Aha, guck mal, jetzt darf ich den bauen. Sehr lustig. Das ja auch so gerade machen, was schicki aussieht. Micky, Micky. Ja, komm her. Ist hier gerade noch großartig getönt. Ich will nicht so viel Schönbau machen, jetzt bin ich schon wieder dran. Jeder halt, ne? Auch verboten aus. Ja. Scheuert. Dieser Dreck da. Ich muss gleich ein paar schöne Töpfe geben. Alter, Autosave. Autosave. Ja, komm her. Ja. So. Sieht das nicht schön aus? Wahnsinn. Fans? Brauchen wir sowas? Das passt überhaupt nicht, Fans. Mach mal Planter. Da müssen wir einige haben. Sowas hier, oval large, das würde gehen. Würde drin stehen. Aber hier jetzt so einen fetten Zaun hinzumachen, das passt nicht dazu. Schauen wir mal. So, und den ganzen noch ein bisschen länger hier so. So, das kann man lassen. Verschönern wir mal das Standardgebäude ein bisschen. So. So. Sehr schön. Mal XL kannst du auch so nehmen. Vorne noch irgendwas. Können wir hier noch selber ein paar Bäume hinmachen. Und so ein Foodtruck vielleicht. Machen wir so eins. Das ist zu groß, ne? Zwei so aneinander. Das würde gehen. Boah, das geht. XL. Geht auch hier hin. Eins, zwei, drei. Jetzt brauchen wir einen Brunnen. Einen Brunnen. Ja, Brunne DS. Ne? Brunne DS brauchen wir. Mal hochgeht, aber den könnten wir hier so in Eingangsbereich. Das sieht auch schick aus. So, jetzt bitte. Tree. Welche haben wir? Die kleinen hier? Nö, die sind nicht klein. Passen sogar ganz gut, muss ich sagen. Der größte natürlich wieder ganz vorne, war mir klar. Können wir die eigentlich auch hier oben reinsetzen? Das wäre mal interessant zu wissen. Multitrunk. Der würde auch gut hier vorne hinpassen. Den setzen wir mal hier hin so. Und der kriegt jetzt gleich noch einen... Obwohl, nee, der passt überhaupt nicht. Überhaupt nicht passt der. Der ist voll hässlich. Das hier. Sowas. Nein. Sowas. Nö. Sowas. Komm, wir lassen das hier offen. Lassen es einfach offen. Haben wir eine Bank. Setzen wir hier so ein paar hin. Eins, zwei, drei. Können wir eigentlich mit einem Propline tun. Ja, faul.
geliebt. So, geht das? Ach, wieder Anarchie an. Dass du immer überall Anarchie anmachen musst. Ist das immer. Dazu hier. Ding, ding. Jawohl. So. Überall hier Bänke zum Sitzen. Kannst du ja auch machen, aber bitte wieder einzeln. Sagen wir mal hier einen hin, da einen hin, dort einen hin. So, da kann auch noch einer hin. Suche noch nach einem Truck. Einfach mal gerade so X aus der Hand geschüttelt. Ohne irgendwie groß was zu planen oder super detailliert zu machen. So, stell ihn mal hier so hin. Bam, mal gucken, ob das geht oder wie der meckert. Ich habe keine Straßenanbindung. Ah, da, das geht, das geht. So, so können wir das lassen. Halbwegs. Nicht super schön, aber ein klein bisschen verschönert. So, haben die hier gebaut? Jawohl, haben sie. Und wir brauchen wieder nur Industrie. Oder Büros, eins von beiden. Aber die meckern schon hier. Sie haben nicht, nicht genügend Kunden. Das hier passt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das müssen wir mal alles anschließen. Eigentlich könnten wir hier jetzt schon hingehen, ein paar Taxistände machen. Taxis waren hier hinten. Post. Oh Gott, wo ich das gerade sehe. Post haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Garantiert wird kein Schwein hier Post haben. Wetten wir? So, da können wir einen hinmachen. Hier an Hafen können wir einen machen, auf jeden Fall. Hier so kommt ein Taxistand hin. Dann vielleicht noch hier beim großen Hotel. So, daneben. Machen wir mal so. Bam. Das geht so. Da können die stehen, weil das sind markante Punkte. Ne? Da wollen die Leute immer alle hin. Mal so da dran, das passt. Immer noch meine absolute Lieblingsmod, ja? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welche ist deine absolute Lieblingsmod bei Cities Skylines? Meine definitiv Move It. Weil mit diesem Ding kannst du alles machen. Du kannst alles bewegen, verschieben, wie du willst hier. Das ist einfach nur genial. Du kannst es genauso machen, wie du es haben möchtest. Perfekt. Ja, und letzte Folge fand ich das schön. Jetzt finde ich das irgendwie zu leer. Da fehlt irgendwas. Irgendwas fehlt da, aber okay. So. Gucken wir mal. Das haben wir. Gut, gehen wir rüber. Gucken wir mal nach ein paar Bürogebäuden. Büro. Ach ja, genau. Katastrophe, die hatten wir ja auch gemacht. Okay, wo war nochmal der Bürodistrikt hier? Keine Ahnung. Ach, hier war der, ne? Der IT-Cluster, oder? Weltlandpark. Das IT-Cluster? Ich glaube ja. Egal, komm, wir machen so Büros. Machen einfach so Büros. Ohne IT-Cluster. Muss ja nicht immer ein IT-Cluster sein, dass da so hohe... Ach, guck mal da. Die sind gar nicht an der Straße. Darum geht das nicht. Ich Pfosten. Oh Mann. So und so. So. Innen drin lassen wir mal. Kann später gebaut werden. Gucken wir mal, was sie sagen. Ob sie da was bauen oder nicht. Spannend. Bauen werden sie, klar. Ich denn da eine ganze Reihe freigelassen. Wie blöd muss man sein? Wie blöd muss man sein? Okay. Wir wollten auch noch einen Grillplatz und so hin. Okay. Müssen wir gucken. Ich muss mich echt mal auf die Suche machen, bei Google Maps oder so. Vielleicht findet man da ja was, was man gut gebrauchen kann. Häuser wollen sie auch wieder haben. Können wir die nicht einfach an die Straße hier klatschen? So, bam. Ich bin jetzt mal so frech. Einfach hier dran setzen. Ach, unser schönes Edelschild hier. Das sieht so cool aus. Ich dem lieben Digidong immer noch danken. Einfach nur cool. Einfach nur cool. Müssen wir natürlich noch eins hier an, ans Chirp X Startgelände setzen, wenn wir den eins bauen, dann demnächst. Müssen wir mal gucken, wo das hinkommt. Müssen wir dann, was ist das hier? Bagger. Nein. Wie sieht es denn überhaupt mit Kranken aus? 380 Kranke. Okay, also da haben wir noch jede Menge. Müssen wir gucken, wo wir das hinbauen. Ich bin mal überlegen und gucken, ob wir da vielleicht so ein riesengroßes wie hier Cape Canaveral-Gebiet bauen. Mit Hallen und dann diesen Raupen, die die Space Shuttles durch die Gegend fahren. Aber ich weiß nicht, ob es dafür dann halt Sachen im Workshop gibt. Will ich mal gucken. Wenn es sowas gibt, können wir sowas machen. Wenn es das nicht gibt, haben wir natürlich die Arschkarte. Und können sowas nicht bauen, weil ich kann sowas nicht modden, gebe ich ehrlich. Ich weiß, dass du das hier irgendwie... Früher zum Beispiel bei SimCity war es mit 3DS Max. Ich weiß nicht, ob man das da heute damit geht. Oder mit Blender müsste man sowas machen können. Aber mit Blender kenne ich mich null aus. Und dann ist das natürlich auch verdammt viel Arbeit. Ohne Frage. So, hier muss eine Feuerwehr hin. Die haben überhaupt keine Feuervorsorge hier. Ansonsten sieht das ganz gut aus.
Nö, die haben auch null. Wahnsinn. Was der Ede hier wieder macht. Was der veranstaltet. Unglaublich. So, wie sieht's hier aus mit Feuerwehr? Die haben... Er hat nicht. Da ist nix. Der Flughafen hat auch nichts. Der hat seine eigene Feuerwehr. Passt. So, Polizei. So, da haben wir eine Polizei. Das ist gut. Da ist eine... Das ist der Knast. Die haben eine Polizei. Das sieht auch gut aus hier. Die sehen gut aus. Was mir gefällt, ist, dass wir wirklich mal alles auseinandergezogen haben und nicht alles so quadratisch praktisch gut bam 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 aufeinander steht. So, nö. Polizei sieht auch sauber aus. 1480 Gefängniskapazität, 288 Verbrecher. Bingo. Grundschulen. Definitiv zu wenig. Viel zu wenig. Achso, hauen wir die jetzt alle hin. Wo haben wir denn... Guck mal, hier hinten. Hier ist noch viel Platz für eine Grundschule. Da könnte wer hin. Da haben wir eine, da haben wir eine. Hier haben wir drei Stück. Das passt. Das hier ist wieder Spaßviertel. Da brauchen wir keine. Hier auch nicht. Hier hinten müssen wir auf die definitiv noch mehr bauen. Ecke kann eine. So, zählt jetzt auch dazu. 5600. Können wir hier noch eine hinmachen. Bumm. Bitteschön. 6000. Und... 6.800. So. Sollte passen wieder. Hochgebildet, 41%. Da sieht man es wieder, wir brauchen viel mehr Büros als Schwerindustrie. So, Oberschule. Also die 1.500, die lasse ich jetzt. Das passt. 5.000 Kapazität. 7.300 in der Uni gerade. Das ist eine Menge. Das ist echt eine Menge. Okay. So. Häuschen gebaut. Wir sind bei 77.000 Einwohnern. Das passt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Flughafen ist auch schön on the run hier. So, komm her. Wir machen jetzt noch eine Buslinie. Die müssen wir aber direkt einstellen. Dass da nicht wieder 75 Busse drauf rumfahren. Wieder bei der einen, ne? Nehmen wir mal den hier. Wir fangen hier an. Dann gehen wir hier raus. Hier ist sowieso nichts. Hier fahren wir überall durch. Natürlich als erstes Bingo, hier beim Einkaufszentrum anhalten. Jetzt müssen wir hier runter. Dann kann er hier halten. Kommen wir hier überhaupt durch? Ne, hier kommen wir nicht durch. Da ist nur der Dingens. Hier kommen wir durch. Dann fahren wir da hin. Dann hält er unten am... Ja, am... Ne? Am Hafen. Hier oben kann er halten. Hier kommen wir jetzt wieder nicht durch. Das ist doof. Das ist echt doof. Wie machen wir das denn am besten? Ich habe eine Idee. Wir fahren so hier lang und jetzt fahren wir auf die andere Seite. Ding ist zwar ein bisschen lächerlich, ja, dass ein Bus an so einem Luxushotel hält, ja, aber egal. So, und jetzt kann er wieder hier rein. Bam. Sehr schön. Welche Linie ist das? Ich weiß gar nicht. Die müssen jetzt von da ganz oben aus der Stadt kommen. Ich glaube, wir machen denen noch ein eigenes Bus. Oh, hier irgendwo. Auch vielleicht hier hinten. Ja, hier passt das noch so. Hup. Sonst müssen die wirklich von da ganz oben aus der Stadt kommen. Müssen wir natürlich gucken, welche Linie das ist und die gerade einstellen. Dass wir hier nicht 85 Trillionen Busse da drauf haben, wie gesagt. Buslinie 4, okay. Welche Farbe geben? Die geben wir mal schwarz. Lass mal gucken. Ja, machen wir zu. Die Busse fahren hier drauf. Wir sagen jetzt erstmal, da fahren nur zwei Busse. Das reicht. Mehr nie. Ja? Dann gucken wir mal, wie voll die werden mit der Zeit. Und was dabei rauskommt. Wir sehen schon, hier warten viele Leute. Wo kommt der erste Bus raus hier? Geht der überhaupt hier hin? Oder kommt der jetzt hier raus und fährt da hinten hoch? Boah, wir folgen dem mal unauffällig, ne? Das sieht ja cool aus in schwarz. Das gefällt mir. Schwarz ist cool. Will der hin? Da hinten? Geht der wieder rein, oder? Ah, er fährt wieder rein, okay. Gucken wir mal. Drei Leute drin. Nehmen wir ihn mal mit. Ist alles zugeparkt. Aber wirklich alles zugeparkt. Verdammt eng. Und jetzt geht's los hier. MRN Line City 18.4. Okay. Oh, steigt noch einer ein. Kann man es einstellen, dass man sieht, wie lange die hier an den Haltestellen stehen? Weil ich finde, der steht verdammt lang hier. Kann man nicht anders sagen. So, vier Leute drin. Wahnsinn. Nächster Halt, Elbenwald. Ne? Oder wie war das? Jetzt fährt er hoch zum Hotel. Ist gut, dass der so lang fährt. Das gefällt mir. So, rein hier, holt er da Leute ab. Oh, guck mal, da stehen echt welche vorm Hotel. Okay, von 4 auf 11. Passt.
Also man sieht schön, hier ist eh nicht so viel los von Leuten her. Deswegen braucht man da keine 20 Busse oder 50, ne? Auf den anderen Linien hinten. Aber wir gucken jetzt mal. So, auf der Seite hier scheint nicht viel rumzustehen. 7. Aber die Touris, die hier in den Hotels hocken, die können dann natürlich schön mit dem Bus ab zum Flughafen und wieder nach Hause fliegen. Das war halt meine Idee dahinter, ja. So, 7, 21, hier sind schon mehr, siehst du? Hier sind schon mehr, aber es muss ich natürlich auch erst rumsprechen, dass wir hier jetzt eine Buslinie haben und vielleicht wollen die auch nur zum Einkaufszentrum. Wer weiß, wir werden sehen. So, jetzt sind wir nur noch 6er. Jetzt müssten wir gucken, die wollen alle zum Einkaufszentrum, die Säcke. Jetzt müssten wir durch, jetzt kommt er wieder zum Bahnhof. Zum Bahnhof, zum Flughafen. Guck, Flughafenlinie hier, sehr schön. Gucken wir mal. Fährt durch die Gegend, 90, okay, rauf zum Flughafen. Einfach hier wen mitnehmen, über den Haufen fahren. Laufen die da echt zu Fuß? Laufen die zu Fuß in die Stadt da hinten? Irre? Sind die irre? So, jetzt fahren wir hier lang und gucken mal, wer da alles wartet. Ja, schön, sehr schön. Es werden jetzt natürlich noch mehr werden. Bumm, 60 Leute, ab in den Bus. Zu spät, tschüss. Weißt du, da, guck mal, da ist er direkt weg, ne? Da ist er direkt weg. Sehr schön, passt doch gut, oder? So kriegen wir schon die ersten Leute in die Stadt hier. Gefällt mir sehr, sehr gut. Wenn du nicht genug kriegen kannst, dann kannst du jetzt gerne eins der beiden Videos anklicken, die angezeigt werden. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zur nächsten Folge. Euer Ede.